Ed Westwick, ein Vergewaltiger? Die Polizei ermittelt. Der Hollywood-Missbrauchsskandal zieht immer weitere Kreise. Nun sorgte auch Gossip Girl-Darsteller Ed Westwick, 30, für Negativschlagzeilen. In einem langen Facebook-Eintrag beschuldigte ihn Schauspielerin Christina Kohn, 27, sie vor rund 3 Jahren vergewaltigt zu haben. Jetzt ist die Angelegenheit in den Händen der Polizei von Los Angeles, wie das Branken-Magazin The Athlete berichtet. Kohn habe sich laut dem Bericht bei den zuständigen Behörden gemeldet, die nun den Fall untersuchen, wie aus vorliegenden Unterlagen hervorgehe. Kohn hatte den angeblichen Übergriff Westwicks auf Facebook ausführlich beschrieben. Sie sei demnach damals mit einem Produzenten liiert gewesen, der mit ihr zu Westwicks Haus gefahren sei. Der Schauspieler hätte dann vorgeschlagen, dass sie alle miteinander schlafen sollten. Ihre Bitte, das Haus zu verlassen, habe der besagte Produzent abgelehnt, da er nicht wollte, dass sich der Schauspieler unbehaglich fühle. Kohn, die sich in einem Gästezimmer kurz hinlegte, sei kurz darauf von Westwick geweckt worden, der mit seinen Fingern in sie eindrang. Sie habe versucht, sich mit all ihrer Kraft zu wehren, doch es habe nichts genützt. Schließlich habe er sie vergewaltigt. Westwick und seine Freundin wehren sich. Ich kenne diese Frau nicht. Ich habe mich nie auf irgendeine Weise irgendeiner Frau aufgezwungen. Ich habe sicherlich niemals eine Vergewaltigung begangen, erklärte Westwick kurze Zeit später via Instagram. Und auch seine Freundin, Schauspielerin Jessica Safati, 26, meldete sich zu Wort. Auf Instagram postete sie ein Bild von einem Bullshit-Graffiti und erklärte, dass sie die Anschuldigungen für Humbug halte. Auf Twitter sprach sie zudem ihre Unterstützung für ihn aus, ich kenne dich, ich kenne die Wahrheit. Solch Traurigkeit in meinem Herzen. Ich liebe deine gütige und sanfte Seele. Sei gesegnet.